Hallo und herzlich willkommen zum Euro Truck Simulator 2. Ja, es gibt eine kleine Überraschung, beziehungsweise sogar einige. Die erste Überraschung ist, wir sind nicht bei der letzten Tour. Und zwar habe ich mir gedacht, boah, das Ding ist doch verdammt lahm, unser Truck. Und deshalb habe ich jetzt wirklich es getan. Ich habe ein bisschen was offscreen gemacht, wir haben die Lieferung zurückgebracht und dann sind wir zu einem Ort gefahren, ja, an den ein ganz besonderer Truck auf uns wartet. Und den wollen wir uns jetzt mal angucken. Ja, da hat man schon kurz gesehen. Gleich sehen wir den natürlich nochmal genauer. Das Ganze habe ich beim Darcy in der Vorstellung gesehen. Ich weiß, das Ding ist teilweise ein bisschen unpraktisch, aber irgendwie finde ich es trotzdem geil. Und deshalb werden wir nochmal die Ausführung ändern und uns den so richtig schön schick machen. Also wir haben hier so einen richtigen amerikanischen, so ein richtig amerikanisches Monster. Es gefällt mir eigentlich sehr gut und deshalb möchte ich den auch gerne haben. Natürlich werden wir dann hier auch direkt einen richtigen Motor reinzimmern. Und 18-Gang-Getriebe ist natürlich auch geil. So, Interieur, das passt eh. Das sieht genial aus vom Cockpit her. Ich möchte ihn gerne in Dunkel haben. Und hier möchte ich aber eigentlich nichts geändert haben. Also erstmal so verbastelt möchte ich den nicht. Ich finde den eigentlich so schon ganz cool. Gut, dann würde ich sagen, kaufen. Oh, kein Platz in der Garage frei. Das bedeutet, dass wir hier mal raus müssen. Übrigens, es gibt gleich noch eine kleine Story zu erzählen. Aber erstmal müssen wir uns hier halt um das Firmenmanagement kümmern. So schön kann man das, denke ich, ausdrücken. Haben wir da 180, wollen wir denn dafür sehen? Okay. Ja. Okay, ich dachte, teilweise denke ich bei diesen Ladepausen immer, es hätte sich aufgehangen, das Spiel. Aber eigentlich sollte das ja nicht passieren. Gut, unsere Zentrale mit drei Plätzen, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich bin gerade am Überlegen, 150.000 auf die nächste Stufe? Nein, wir werden jetzt lieber erstmal einen LKW kaufen und dann kaufen wir noch einen LKW. Und dann stellen wir uns zwei Fahrer ein, dann kommt nämlich das Geld für den ganzen Kredit, den wir jetzt aufgenommen haben, auch erstmal wieder rein. Beziehungsweise wir werden diesen LKW nicht immer fahren können. Der ist nämlich ewig lang, wie man schon sieht. Der passt hier gar nicht auf dem Hof. Das ist ganz lustig. Da muss man erstmal zurücksetzen. Das werdet ihr gleich dann auch sehen. Aber irgendwie gefällt er mir trotzdem. Und der hat einfach die Leistung, die wir brauchen. Ist nicht allzu teuer und deshalb kaufe ich den jetzt. Möchtest du denn selber fahren? Natürlich. Das lasse ich mir nicht nehmen. Dann gehen wir mal hier nach Düsseldorf. Oder sind wir Duisburg, Düsseldorf? Was war das? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Hauptsache, schön in die Garage rein. Danke für Ihren Kauf in unserem Haus. Und jetzt hört man schon, wie mein Lenkrad arbeitet, weil der will ich jetzt da vorne gleich unsanft gegen den Zaun rollen. Plopp. Hat man gesehen, oder? Ich unterbreche einfach diese Animation. Es stört mich nämlich etwas. Wow. Jetzt habe ich gerade aber ein bisschen schlechte FPS. Naja, wir kriegen das schon irgendwie in den Griff. Man hört auf jeden Fall. Ich mache das jetzt mal von außen. Schalten wir mal in Leerlauf. Ey, was ist denn hier jetzt alles los? Rootadvisor. Den möchte ich doch gerade gar nicht. Ich möchte einfach mal ein bisschen gluckern lassen. Wow. Also es klingt auf jeden Fall richtig gut. Das Cockpit ist wirklich 1A. Es könnte gerade etwas ruckeln. Irgendwie habe ich gerade schlechte FPS. Ich habe das aber eigentlich ausprobiert und war ganz zufrieden dann damit. Also ich habe den Mod ein bisschen getestet. Und ich hatte da eigentlich keine großen FPS-Probleme oder sowas. So, wir sind jetzt, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir sind in Berlin oder so. Auf jeden Fall waren wir da, wo halt der entsprechende Händler saß. Aber mit 100... Dein Guthaben. Achso, wir haben gar nicht mehr so viel Guthaben. Ah, ich habe zweimal jetzt bin ich komplett schusselig geworden, weil ich so viel vorhabe in dieser Folge und irgendwie trotzdem nichts gebacken kriege. So, wir sind nämlich hier und wollen jetzt einfach mal eine Fahrt machen, die Geld bringt. Preis pro Streckeneinheit. 20, 70. Das sieht doch nach einer schönen Fahrt aus. Darunter geht's. Nach Österreich, ach komm, nach Linz, da irgendwo in Österreich wohnt ja auch der Markus, ich glaube aber eher in Wien, wenn ich das richtig im Kopf habe. Den fahren wir jetzt mal besuchen. Und ich muss euch gleich sagen, ich finde den Mod extrem genial, aber es ist durchaus anstrengend damit zu fahren, einfach weil der eigentlich zu groß ist. Also der ist nicht nur eigentlich zu groß, der ist eigentlich zu groß. Also, ihr wisst schon. Wum, wum. Man merkt das hier schon am Wendekreis, wie das Ding einfach auf der Straße ist. Das ist einfach
ein richtiges Monster. Aber mir macht es irgendwie Bock. Und deshalb habe ich den jetzt reingepackt. Und. Hallo? Ersten Gang rein. Passt. Und dann können wir jetzt über die rote Ampel fahren. Nein, machen wir nicht. Das wäre nämlich das nächste Thema, was ich mal ansprechen könnte. Ich weiß nicht, ob einige von euch, ja, vielleicht guckt der ein oder andere Harald Frenkel, der hat im Moment eine Challenge gemacht, dass man ihn halt besiegen soll, dass man ohne Anhänger eine bestimmte Strecke fährt. Nürnberg-Frankfurt ist das und da habe ich jetzt auch mal 3 oder 4 Videos eingeschickt mit meinen Fahrten. Das wollte ich nämlich erzählen, dass es war ganz lustig eigentlich, hat Spaß gemacht. Und finde ich auch auf jeden Fall cool von Harald, dass er sowas geplant hat. Und Dassi wusste ja auch schon davon. Der hat sich da ja wohl auch ein bisschen drum gekümmert, soweit ich das verstanden habe. Und mir gefällt das hier auf jeden Fall gerade richtig gut. Ah. Dann fahren wir mal hier den Kreis. Wer nichts weiß, malt einen Kreis. Ich weiß nicht, also der liegt schon so extrem gemütlich einfach auf dem Asphalt. Der hat richtig Dampf unter der Haube. Wenn man hier durchdrückt, der kommt auch richtig was. Das macht schon verdammt viel Bock. Gerade auch, wenn man mal in den Steinbruch fährt oder so. Haben wir das gerade sogar? Nee, doch nicht. Aber das wäre jetzt genial. Kann man euch das nämlich direkt zeigen. Der, selbst bei der harten Beschleunigung, also wenn man den richtig tritt bergauf, dann kommt der immer noch. Also der kann dann wirklich noch von unten raus beschleunigen. Obwohl das Ding hier bestimmt auch seine 15, 20 Tonnen wiegen wird. Keine Ahnung. Wahrscheinlich sauschwer, das Teil. So. Aber es macht halt echt Spaß. So. Mit dem 18-Gang-Getriebe ist das die Automatik auch irgendwie nur noch am Schalten. Gefühlt. Wo haben wir den denn? Den Trailer. Habe ich den Auftrag jetzt angenommen? Eigentlich schon, ne? Ach, ich bin hier... Ich bin jetzt die einfache Automatik auch gewöhnt. Ich bin ja sogar mit Tastatur gefahren. Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr vorstellen. Ach, da sehe ich gerade was. Das muss ich auch noch zeigen. Cockpit-mäßig. Geil, oder? Ja, so eine ganze Wohnung da hinten drin. Finde ich genial. Muss ich schon sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Da hat man so richtig schönen Kameraverlauf. Das finde ich echt schön. Habe ich den Auftrag gar nicht angenommen? Oder was ist da los? Sag mal. Ach, ich habe sogar einen Rückwärtsgang drin. Also man merkt, ich bin heute gerade auch wegen dieser kleinen Änderung hier. Ich habe einen Kredit aufgenommen und Zentrale vergrößert. Fahrer. Ah, und die erste Macke habe ich mir auch schon gefangen. Aber das gehört einfach zum ersten Truck, würde ich sagen. Auch die erste Macke. Ach, wir haben ja gar keinen Trailer hinten dran. Ich kann ja hier sogar mit relativ viel, ich kann mir ja relativ viel Platz gönnen. Ich habe gerade irgendwie noch gedacht, weil das Ding einfach so lang ist und so schwerfällig, dass wir eventuell hinten was dranhängen haben. So, aber wir können jetzt hier Gas geben. Ach, da hinten ist das. Mensch, da ist doch ein Pfeil auf der Karte. Warum gucke ich denn da nicht hin? Ich bin schon einer. Einer und sonst keiner. Ah! So. Bevor das Ding hier gleich abfackelt, weil wir da überall gegenfahren. Weil hier hört man die Schneidanlagen von dem Holzwerk oder was das sein soll. So. Ein bisschen. Ich finde, der klingt einfach so richtig brummelig. Brumm, brumm. Mann. Ich bin die einfache Automatik gewöhnt. Warum habe ich auch diese Videos aufgenommen? Hat mich eh nur zum Rangen gebracht, weil entweder ich habe einen Fahrfehler gemacht oder die KI, weil ganz ehrlich, bei dieser Challenge hattest du eigentlich nur eine Chance, wenn die KI dir gerade wohlgesonnen war. Also die KI macht das meiste aus. Wenn du auf einer Autobahnauffahrt, da du solltest ja mit, also wirklich gegen Verkehrsregeln und so, die waren komplett egal. Was habe ich denn hier? 0% Schaden, passt doch. Wow. Das Ding ist so ein Schiff, ne? Das ist unglaublich. Irgendwie habe ich schlechte FPS. Also ich habe gerade nur 22 FPS. Das ist nicht so schön. Wenn das auf Dauer so bleibt, dann muss ich entweder die Grafik runterstellen oder ich werde nicht so oft mit dem Ding fahren und mir einen neuen kaufen. Also wir hätten ja theoretisch, könnte man noch einen Kredit aufnehmen und dann könnte man einen LKW kaufen.
Also noch so einen kleinen. Wir haben ja jetzt im Moment auch einen über, aber der hat halt so viel nicht PS. Hier merkt man schon, der ist direkt auf 70. Da konnte man mit den anderen bald schon von träumen, dass man mal 70 gefahren ist. Zu Harald Frenkel auf jeden Fall. Die KI, die hat so viel ausgemacht bei dieser kleinen Challenge. Boah, ich bin jetzt gerade total Assi fahren gewöhnt. Ganz knapp gerade. Auf jeden Fall ist es halt wirklich so, wenn du diese engen, an der Kreuzung zum Beispiel, wenn Leute vor dir stehen, an der Ampel, dann hast du schon verloren. Weil, wenn du dich einreißt, dann musst du erst wieder beschleunigen, das dauert ewig. Wenn du durchfährst, dann irgendwo bleibst du hängen. Da perfekt mittig durchzukommen, ist fast unmöglich, finde ich. Also ich habe es einmal geschafft, glaube ich, in 11 Versuchen. Und, ja. Aber vielleicht werde ich ja sogar bei meinen besseren Versuchen jemand sein, der dann ausgesucht wird und das dann gezeigt wird, soweit ich weiß. Ich weiß auch gar nicht, kann man da was gewinnen? Ich hatte nur interessiert, diese Challenge da irgendwie zu machen. Und ja, da habe ich mich drüber gefreut. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich dafür irgendwie noch vom Harald ein bisschen Feedback kriege. Ah! Ja, das würde ich mal sagen, war gekonnt. Ja, klar. Leck mich doch, ganz ehrlich. Ich bin auch ein bisschen im Range-Modus. Ich habe heute wirklich viel das Spiel hier gespielt. Und jetzt stehe ich hier gerade im Verkehrsstau. Ich glaube nicht, dass ich den hier gemacht habe, aber irgendwie verhalten die sich so. Na doch, vorne irgendwie rechts vor links Situation hat sich ein bisschen gestaut. Wahrscheinlich. Die Animation hier allein von Auspuff und so. Also ich liebe dieses Teil. Das hat so ein schönes Cockpit. Die Armaturen sind so detailliert und alles ist so, so richtig so American Trucker-mäßig. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Ey, könnt ihr jetzt mal fahren, ohne. Allein die Hupe. Das ist mal ein richtiges Horn. Dann machen wir jetzt mal anderen Radau. Also ich finde, der hat so ein richtig angenehmes Brummeln, so. Ich muss schon sagen, das ist ein schönes Gerät. Mal hier einen kleinen Screenshot gemacht. Da habe ich Spaß dran und kann sich das hier jetzt mal klären? Hallo. Ihr seid doch wohl verrückt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Videos nach dem. Warte mal, speichern. Laden. Habe ich hier noch 4Truck? Also da habe ich ja ein Stück gespielt. Halt Offscreen, um euch ja, das Ganze so ein bisschen zu versüßen mit dem langsamen Truck. Ich hatte, ehrlich gesagt, das wäre auch egal gewesen. Jetzt habe ich übrigens den Trick angewandt, einfach neu zu laden. Raditor ist aktiv. Was ist denn das für ein Scheiß? Das hat eben was mit. Ich weiß nur, dass es gut ist, wenn man es verstanden hat. Das hat Darcy mir mal erklärt. Aber. Ist das ein Tempolimit? Das Blöde ist, die E-Taste. Die kenne ich eigentlich. Ich kenne kein Spiel, wo die E-Taste belegt ist. Und deshalb ist die E-Taste meine Aufnahmetaste. Das heißt, wenn ich jetzt E drücke, dann ist die Aufnahme abgebrochen und der Part zu Ende. Das ist ja wunderbar. Deshalb werde ich jetzt auch nicht E drücken. Ich weiß auch nicht, ob ich den jetzt unbedingt ausmachen muss. Ich glaube, das ist wirklich irgendwie so eine Tempomat-Geschichte gewesen. Dass der nicht weiter beschleunigt als zu irgendeinem bestimmten Punkt. Oder so. Naja, weißt du, was ich jetzt mache? Ich stelle den Truck hier ab. Ich glaube nämlich, wir haben wieso unsere normale Partlänge erreicht. Bin nicht ganz sicher, aber irgendwie, Truck ist wieso cool. Machen wir beim nächsten Mal ein paar Minuten länger. ETS ist ja meistens wieso ein bisschen länger. Heute dann halt leider mal nicht, weil mich das gerade aufregt und ich ehrlich gesagt schon ziemlich spät habe. Ich muss morgen zur Schule. Wir haben jetzt ein paar Uhr. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.